Bonsoir, mes chers. Liebe Erfinderinnen und Erfinder, herzlich willkommen zur diesjährigen Erfindungsmesse. Bonsoir, bonsoir. Mein Name ist für diejenigen, die mich nicht kennen sollten, Emmanuel Massipation. Oui. Und man hat mich gebeten, hier die Eröffnungsrede zu halten. Quel plaisir pour moi. Erfindungsmesse. Ich möchte mich dafür stark machen, dass in dieser doch so männerdominierenden Branche das Weibliche vermehrt zur Geltung kommt. Oui, ich habe ein Gesuch eingereicht, dass in Zukunft die weiblichen Erfindungen bevorzugt werden. Oui, 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 ein erster Schritt wurde ja bereits getan. Der so männlich anmutende Fußgängerstreifen wurde ja geändert in Zebrastreifen. Immerhin ein erster Kompromiss, aber Sie merken es. Immer noch der Zebrastreifen. Oh, wir werden uns stark machen, dass in Zukunft dieser Zebrastreifen in ein definitives die Zebralinie geändert wird. Dann sind wir zufrieden, das war. In Zukunft wird auch das Wort Erfindung geändert in Siefindung. Ich hoffe damit einen weiteren Schritt, einen Zukunftsschritt. Kommen Sie auf die Bühne, Silvio. Oh, sehr gern. Die Sie auf Ihre Weiblichkeit testen. Oui, was haben Sie sie gefunden? Was habe ich genau was? Also, was ist Ihre Sie-Findung? Was haben Sie sie-Findung? Wie soll jeder wetten, aber niemand hat? Dir Verkleider Lisette. Heißt es der Dir Verkleider Lisette? Nein. No. Die Tierverkleider Lisette, oui! Es ist noch Nummer eins. Oh, das so. Oui, ein Kompromiss. Das Tierverkleider Lisette. Immerhin. Verbesserungsbedürftig, aber bon. Bravo. Und warum sollte ich mich als Tier verkleiden wollen? Doch nicht der. Nein, Tier verkleidet eure Tier. Wisst ihr, wir doch immer so lästige Kakerlaken. Dann kann man ein Zebra-Kostüm anlegen, wenn ihr eine lustige Zebra hat. Oh, Zebra hat die Zebra Herde, oui! Monsieur, ich war in einer Tierhandlung. Und habe gesagt, ich möchte von die Hamster. Natürlich habe ich zwei weibliche gekauft. Brigitte und Bardot. Schon recht. Oui. Und als ich zu Hause ankam, habe ich gemerkt, mon Dieu, es ist der Hamster! Ja, da sind wir auf ein Plural reingefallen. Ganz klar, ja, das heißt natürlich, in Einzahl ist der Hamster, aber Mehrzahl ist die Hamster. Der Hamster, die Hamster Hamster! Ich möchte sie verkleiden in weibliche Tiere, finde ich. Ja, was haben Sie da? Ja, könnt ihr mal schauen, könnt ihr die Giraffe! Die Giraffe, ja. Der Giraffe! Der Giraffe! Was haben Sie? Oder Mäus! La Souris! Die Maus!
aus wie haben Sie Maushamster, Mauskostüm? Für Hamstermäuse, ja natürlich, der Feldmaus. Feldmaus, der Feldmaus, no! Nein, die Feldmaus. Die Feldmaus, wie und? Schermaus. Schermaus, der Schermaus. Nein, die Scher. Die Scher, oh, la Scher suche ich. Oui, ich muss sofort die beiden Brigitte Bardot verkleiden gehen in Mäuse. Merci beaucoup, monsieur. Ja, tut das, ja, und ihr vielleicht hat jemand ein Ego. Hat jemand Ego? Alle Leute haben Ego. Aber Ego kann man nicht gut streicheln, die haben Stacheli. Und jetzt kann man denen ein Häsli-Kostüm anlegen. Und dann könnt ihr eine Gebung, wenn ihr ihn auf der Chance habt, auch ein bisschen streicheln. Oder ihr könnt ein Fleugen-Pony-Kostüm haben. Ihr könnt die lustigen Fleugen, blöde Pony, hey, lustige Pony verwandeln. Das ist verwandelt. Habe ich da richtig gehört, Monsieur? Könnt ihr denn auch mein Meersäule-Peterli in einen Fisch verkleiden? Ja, natürlich könnt ihr das. Einfach Barsch geht nicht. Barsch? Ja, warum denn das? Das darf ich hier nicht sagen, in der Öffentlichkeit. Aha, ja gut, aber dann haben wir gerne so ein Meersäule-Fischkostüm. Ja, eben, jetzt haben wir verschiedene Fische. Was habt ihr noch überlegt? Ja, Barsch. Ja, das... Ah, genau, ausgerechnet, das geht nicht. Dann haben wir Flunder. Flunder? Einmal Meersäule-Flunder. Ah, oh, Meersäule, da wird es auch zu Peterli freuen. Ja. Ja, endlich im Aquarium. Möchtet ihr aus Gegenzug... einmal okulieren? Bei was wird? Einmal okulieren. Ja, nein, ist das Gerät überhaupt patentiert? Nein, noch gerade nicht. Ja, aber ich will doch nicht immer nur allein im Keller okulieren. Geh doch mal mit jemandem zusammen. Oha, ein Juror. Grüß wohl, Doktor. Ein Korb, ja. Was hat er das jetzt präsentiert? Und was kann das? Mit dem kann man auch cool. Gibt es das nicht schon in der Form? Dann probiert es doch mal aus. Nein, ausprobieren tun wir gar nicht mehr seit dem grausamen Unfall mit dem Stangenabrutschentüchel. Von dem habe ich gehört. Ja, aber was ist ganz genau passiert? Ja, das wäre eigentlich ein ganz harmlos anmutendes Stangenabrutschentüchel für die Feuerwehr, dass ihr schneller Stangen abrutschen könnt. Aber ich hänge von Leih, dass zu grausamen Umfeld führt, obwohl nie ist eine Stange im Raum zu sehen. Das kann ich mir vorstellen, Aber wollt ihr das jetzt mal probieren? Nein, zum Glück, vielleicht ist es ja wirklich kaputt. Hey, Korbier! Ja, Balthasar, ja, bist ja da. Komm okulieren. Was soll ich? Komm okulieren. Nein, weißt du, aus dem Alter bin ich raus, du. Nicht so, weißt du, ich habe ein Passproklamationsokular, Korbier. Erfunden. Was, hast du es nicht gehört? Musst du es Leute rufen? Das darf ich nicht. Die absonderliche Macht dieses Wortes sprengt den Beutel des Möglichen. Jetzt komm ich nachher, du hast jetzt Küchen getraut, trotz der blutigen Erfindung erachtet. Eben ja, so, komm jetzt mal, was hast du denn da dieses Jahr? Ja, nur da, ich habe einen Elefant. Oh! Ja. Was kann denn der? Ja, jetzt kannst du endlich mit dem Festnetztelefon Fotos machen und MP3 hören. Gebi, willst du mal okulieren? Ja, komm, also, probier es jetzt mal aus. Du musst hier hineinschauen, reiben und direkt ins Auge okulieren. Und was ist denn da? Da sieht man, was kommt. Kommt! Hey, ich sehe gar nichts. Das ist... Ich sehe nichts. Mir kommt in Sinn, ich soll mit dem Elefant mit einem Akku ausrüsten. Den kann man unterwegs mitnehmen. Ja, das ist doch wieder eine schlechte Idee. Ja. Aber jetzt ist das tatsächlich kaputt. Ja, wahrscheinlich. Also, ich muss das gar implementieren. Tatsächlich. Nein. Was sieht mein Erfinder auch? Aus Nächtspielen. Beat Mustache. Zu viel okulieren mache ich blind. Danke.